Hey Leute, wie geht's, wie steht's? Viele von euch haben mich gefragt, ob ich eine Buchrezension machen kann. Und wie ihr wisst, werde ich eure Wünsche nicht ignorieren. Also bitte, hier ist eure Buchrezension. Das Buch heißt Immer kommt mir das Leben dazwischen, geschrieben von Katrin Schrocke. So, jetzt werde ich euch aufklären. Ich werde während der Inhaltsangabe oft nach unten schauen, daher, dass ich die Inhaltsangabe ablesen werde. Ich werde auch meine ehrliche Meinung dazu äußern. Also wenn es euch stört, dann guckt ihr bitte ein anderes Video. Your things and leave. There's the door. There's the door, bitch! Daher, dass ich jetzt alles gesagt habe, was ich sagen wollte, können wir jetzt das Video beginnen. Jetzt kommt die Inhaltsangabe. Im Buch Immer kommt mir das Leben dazwischen handelt es um einen Jungen namens Kai, der seine Oma beim Umzug in ein Mehrgenerationenhaus half. In einer Nacht begegnete Kai seinen toten Opa im Traum. Im Traum sagte ihm sein toter Opa, dass er die Schule schmeißen sollte und YouTube-Star werden sollte. Natürlich sind seine Eltern dagegen. An einem Sonntagabend kam dann Karls Oma zum Besuch, um mit seinen Eltern Tatort zu schauen. Nachdem sie Tatort geschaut haben, saßen die Eltern von Karl und seine Oma zusammen und tranken Eierlikör, der Oma zuliebe. An dem Abend sagte die Oma, dass sie am nächsten Tag ein Wohnprojekt besichtigen würde, wo man zusammen mit vielen anderen Leuten in einem Gebäude wohnt. Die Eltern von Karl waren nicht begeistert über den Wunsch der Oma und rieten ihr davon ab. Sie sagten, dass Hippies da leben würden und dass Drogen vorhanden wären. Karl sprach auch mit seinem Ethiklehrer darüber, was vorgefallen war. Seine Cousins, Joel und Mattis, man nennt sie aber auch Master und Disaster, beide 15 Jahre alt. Master war der Schlauere von beiden und Disaster war ein Depp. Es gibt auch ein Mädchen namens Irena, sie ist Karls Freundin. In einer anderen Nacht träumte Karl wieder über seinen Opa und in diesem Traum sagte sein Opa zu ihm, dass er seiner Oma im Umzug zum Mehrgenerationenhaus helfen sollte. An dem Morgen danach sagte Karl seinen Cousins, was er geträumt hatte und ob sie ihm helfen würden. Da startete die Operation Fidibus. Sie fragten auch Spaghetti, einen Klassenkameraden von Master und Disaster, ob er ihnen helfen wollte. Dann kam die Nacht, als die Operation Fidibus startete. Als sie vor der Wohnung von Karls Oma warteten, kam nicht Spaghetti, sondern Spaghettis Schwester Larissa. Karl verliebte sich auch in Larissa. Als sie am Haus Fidibus ankam, warteten schon 4 Leute an der Tür. Ich werde jetzt nicht in die Details gehen, ich werde nur die Namen nennen. Jeder von ihnen hatte einen Codenamen. Helmut Knappendick, auch Tatergreis genannt, José auch Würsching genannt, dann Ella und Selma. Übrigens, Karls Oma hatte auch einen Codenamen, Lady Rebel. Als sie dann nach Hause fuhren, fuhr Larissa zu schnell und wurde von der Polizei gestoppt. Larissa wurde nach Hause gebracht und Karl, Master und Disaster wurde das Handy abgenommen. Dann eines Morgens wachte Karl auf, weil seine Eltern sich stritten. Der Vater von Karl zog dann in seine Uni, da wo der Vater arbeitete. Der Vater meinte auch, die Mutter würde mit ihrem Chef ihn betrügen. Emotional Damage! Ich werde jetzt ein paar Sachen skippen, damit ich euch nicht zu viel spoiler. So, Plot Twist. Der Vater zieht in das Mehrgenerationenhaus ein und hat plötzlich eine ganz andere Persönlichkeit. Übrigens, Karl hat sich auch wieder in Irena verliebt. Irena ist auch seine Marketingchefin für diesen Traum, YouTube-Star zu werden. An einem Freitag hatte Karl hitzefrei und fuhr mit dem Fahrrad zum Haus Fidibus, wo Selma im Bett lag und einen MS-Schub hatte. MS ist eine entzündliche Erkrankung des Nervensystems, die nicht heilbar ist. Karl musste auch den Krankenwagen rufen. Als er im Krankenhaus war, sah er dann Larissa, die nicht so begeistert war von ihm. Als alle dann im Krankenzimmer von Selma saßen, Papa, Ella, Oma und Helmi, auch Tatakreis genannt, stand plötzlich Karls Mutter vor der Tür.
Sie und Karls Vater diskutierten dann noch vor einem Getränkeautomaten, als Karl mit Larissa zu den Marktschreiern wollte. Marktschreier sind Leute, die Sachen auf einem Markt verkaufen, die dabei aber sehr laut sind. Sie wurden aber von der Polizei gestoppt und mussten da Abschied nehmen. Ich glaube, für Larissa war der Abschied nicht so schwer. Danach saßen fast alle im Haus Fidibus zusammen im Garten und grillten Marshmallows. Als Karls Eltern reinkamen, zeigten sie Karls Mutter alles im Haus. Aber sie war echt nicht begeistert. Nach dem Besuch im Haus Fidibus fragte Karls Mutter, ob sein Vater wieder in die Wohnung ziehen würde. Und er sagte ja. Karl war dann noch bei Irena zu Hause und als er da war, küsste Irena Karl und sie wurden ein Paar. Am Abend, als Karl dann schlafen ging, träumte er von seinem Opa und sprach mit ihm, was er erlebt hatte, bis er dann am nächsten Morgen aufstand. Noch ein paar Informationen zur Autorin. Katrin Schrocke, die Autorin von dem Buch »Immer kommt mir das Leben dazwischen«, wurde 1975 in Augsburg geboren. Sie studierte Germanistik, Psychologie und seit 2005 ist sie freischaffende Autorin, wohnt aktuell in Essen und Leipzig und baut zurzeit mit 40 Leuten an einem Mehrgenerationenhaus. Zu ihrem Familienleben kann ich zurzeit nicht so viel sagen. Sie ist Single und auf Suche. Die Altersgruppe, für was dieses Buch gedacht ist? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, für welche Altersgruppe dieses Buch gedacht ist. Aber das Buch und viele andere Leute sagen, es wäre ein Jugendroman. Also ich glaube, das heißt, dass es für Jugendliche gedacht ist. Im Buch werden Höhen und Tiefen aus Karls Leben erzählt. Ehrlich gesagt, ich mag das Buch nicht. Daher, alle, die gefragt haben, ich habe keine Lieblingsstelle. Und daher werde ich auch das Buch nicht weiterempfehlen. Ich weiß, ihr werdet jetzt fragen, Hanna, warum magst du das Buch nicht? Ja, ganz ehrlich, ich finde schon allein schlimm, dass es keine Kapitel gibt. Es ist ja nicht so allgemein schlimm, dass es keine Kapitel gibt, aber diese Pfeile, die hier, die sind richtig irritierend. Ich kann euch auch 2 Seiten ungefähr vorlesen. Bei jede 2 Seiten kommt ungefähr ein Fall. Auch von den 2 Seiten werde ich nur 1 Seite vorlesen und davon nur 4 Sätze. Das stimmt so nicht ganz. Ich wollte sehr gerne den Rest meines Lebens mit Larissa verbringen. Leider hatte ich ihre Fährte vorzeitig verloren. Will jemand Kaffee? Mama sah vom Fotoalbum auf. Mein Vater starrte traurig auf die Bilder von früher. Jetzt kommt der Fall. Irena Powolski und ich hockten nebeneinander auf der Kühltruhe vor der Tankstelle. Am Sonntagvormittag war die Tanke der einzige Ort, wo man Eis kaufen konnte. Viele von euch würden mich jetzt fragen, Hanna, was ist denn so schlimm an der Stelle? Ich finde nichts schlimm. Ganz ehrlich, ich finde es einfach verwirrend und ich mag es nicht. Generell auch die Plot-Twists, die im Buch stattfinden. Zuerst ist der Vater von Karl sowas von dagegen, dass die Oma in das Mehrgenerationenhaus einzieht. Und jetzt ist er sogar selber in das Mehrgenerationenhaus eingezogen. Und auch vom Chef der Mutter erfährt man nicht richtig viel. Ich meine, ich würde auch gerne wissen, ob die Mutter den Vater jetzt mit dem Chef betrogen hat und wie der Chef aussieht und was er macht, weil er kam halt etwas öfter im Buch. Also, wie ihr sehen könnt, ich mag das Buch nicht. Aber das soll euch nicht hindern, das Buch zu lesen, falls ihr es lesen wollt. Die ISBN-Nummer ist in meiner Bio, ihr könnt gerne nach. So, boah, war das lang. Aber das ist schon das Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr von meinem Content haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich über ein Abo und Daumen hoch freuen. Ansonsten, tschö mit Ö.